Wer bist du? Ich bin Chong Banks. Alias einfach nur Chong Banks. Ihr habt schon richtig verstanden. Was spielst du? Ich spiele Cosmo. Ne, darf ich gar nicht, gell? Ich spiele Satella Knight. Ich bin der beste Satella-Spieler, wie ihr wisst. Nur für die Fans, oder? Nur für die Fans. Packst du es mir aus? Ich pack die krassesten Move aus. Ansonsten, ich werde euch nicht enttäuschen, die Liga, ich werde schon rasieren. Wer glaubst du wird dein schwerster Gegner? Mein schwerster Gegner? Ich glaube, jemand, der BA spielt. Ansonsten, mir ist alles egal. Zum Glück haben wir keinen BA-Spieler. Aber keinen? Nein. Wieso nicht? Ich dachte, irgendjemand wollte spielen. Nee. Okay, dann ansonsten, ich glaube nicht, dass irgendjemand eine Chance hat. Wer glaubst du wird dein leichtester Gegner? Mein leichtester Gegner wird Barış, weil er am besten leidet, wenn er verliert. Barış wird schon sehen. Was erwartest du so von der Liga? Spiele, Spaß und Erfolg. Vielleicht lerne ich ein paar neue Moves. Vielleicht kenne ich ein paar Karten nicht. Vielleicht spielen die anderen Karten, die ich nicht kenne. Schauen wir mal. Ansonsten wird schon lustig. Was noch letzte Worte an deine Fans? Ja, schaut in die YouTube-Channels rein. Verfolgt unsere Videos. Ansonsten viel Spaß. Wir sehen uns dann beim Duell. Okay, Tati. Er ist immer ein guter Spieler gewesen und ist immer noch, glaube ich. Er wird schon schwer. Ich werde schon schaffen. John, mit Satella hast du dich getraut, oder? Schau mal, ob du eine Chance gegen mich hast. Ich freue mich. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Mit dem nächsten Match unserer Leinen Liga. Heute spielt endlich mal Chong. Und zwar packt er extra für die Fans wieder Satella aus. Und er spielt halt gegen Tati und sein Cosmo. Mal schauen, ob Satella noch eine Chance hat gegen Cosmo. Ansonsten danke an Gate to the Games. Die sponsern einen kleinen Preis für den Gewinner. Und wie immer, schaut dort vorbei. Wir schreiben einen Artikel für die und es gibt auch einen Artikel zu der Leinen Liga. Da gibt es nochmal einen kleinen Überblick über alles, falls ihr das nochmal nachlesen wollt. Ansonsten viel Spaß beim Duell.
Das habe ich euch gesagt. Der Champ ist hier. So, das war das Duell. John konnte gewinnen, überraschenderweise. Tati hat einen kleinen Spielfehler am Ende gemacht mit Decree. Hätte er Standby-Face einfach flippen sollen und dann wäre John tot gewesen, aber passiert. Hier sehen wir nochmal die Tabelle. Chong mit dem Sieg jetzt auf den zweiten Platz, beziehungsweise den ersten, gleichgestellt mit Dimi eigentlich. Und Tati runtergerutscht auf den dritten und dadurch rutscht auch Barisch runter. Jeder hatte jetzt endlich ein Spiel hinter sich und die nächsten werden dann ein bisschen entscheidender, ein bisschen spannender. Mal schauen, was nächste Woche passiert. Hoffentlich schaut ihr da wieder vorbei und bis dahin, leidet nicht so viel. Wenn euch unser Video gefallen hat, checkt uns noch unsere anderen Videos ab. Ansonsten liken und subscriben unten, kommentiert alles, wenn ihr wollt. Checkt unsere anderen Sponsoren noch ab. Unsere Facebook-Seite wird auch immer neu aufgefrischt. Ansonsten leidet es nicht.